Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Gamsberg. Ja, Vieh und Forst 2 ist angesagt und wir sind bereits in Folge 29. Und ich bin gleich beim Shop angekommen. Ich war ja ein Stückchen wieder zurückgefahren in der letzten Folge, das habt ihr ja noch gesehen, weil ich ja den guten schnellen Traktor da habe. So, werde jetzt hier mal kurz rauffahren. So, werde nochmal in den Shop gehen, weil wir brauchen noch ein Gewicht. So, Gewicht. Nicht Garage. Sondern Gewicht. Ich weiß gar nicht, was für eins haben wir jetzt. Wir haben, glaube ich, jetzt 1,6 Tonnen. Das dürfte eigentlich reichen. Ja, da werden wir mal noch eins von kaufen. So. Gut. Dann werde ich jetzt das Gewicht mitnehmen. Das kann ich mir auch gleich vorne dran lassen. Und unseren neuen Streuer. Bei den anderen Streuer, das ist halt der Streuer, der die Wiese und sowas jetzt machen soll. Bei den anderen Streuer habe ich ja mit nach oben genommen. Ich habe keine Lust, ihn immer hoch und runter zu spüren, weil das brauchen wir ja bei jeder Geschichte, also bei jedem Mal. Und der Kalker, den kann ich mal hoch und runter fahren. Der ist auch teurer, aber den brauche ich ja nur bei jedem dritten Mal, ne, wenn wir was anpflanzen. Deswegen. So, okay, wir haben einen wunderbaren niegelnagelneuen Streuer und ein wunderbares niegelnagelneues Gewicht. Mal gucken, ob wir das als Sprungschanze nutzen können hier. Nicht ganz. Hier ist gerade nicht viel Verkehr. Hier kann man schön lang heizen dann. Da ist der Nicht-Realismus mal gefragt. So, wir haben natürlich jetzt auch in den letzten zwei Folgen irgendwie wenig uns um die Tiere gekümmert. Da sollten wir vielleicht mal ein Auge drauf werfen, um zu sehen, was ist da denn los sozusagen. Oder vielmehr, was ist da nicht los? Ich hoffe nämlich nicht, dass da was los ist. So, gut. Also, wir haben da die Giftspritzerei, hätte ich fast gesagt. Aber es ist Herbizide und Flüssigkeitsverteiler und Flüssigdüngerverteiler sozusagen. So, den machen wir ab. Wir brauchen jetzt den Kollegen hier. So. Weil überraschenderweise. Können wir Gras einsammeln. So, aber wir gucken jetzt erstmal, was haben wir denn überhaupt hier in den Produktionen drin? Ich glaube, hier unten ist nichts mehr drin. 0 und 0, oder? Ja, 0 und 0, nichts mehr drin. Ich lade mal kurz den Berg hier hoch. Gucken wir mal in diese gute Produktion. Da ist nichts mehr drin und wir haben 112.000 Silage. Das ist doch schon mal ordentlich. Dann laufen wir eine Runde weiter. Hier freuen sich die Kühe. Ja, bimmeln vor sich hin. Das ist gut. Hier ist unser guter Transport. Stell viel genauer vor. So, hier fehlt Silage. Das ist ja dreist. Und hier haben wir Mischfutter. Das heißt, eigentlich sollten wir eine Runde Silage da abholen und hier reinfüllen. Eine Ladung. Das wäre, glaube ich, gar nicht so doof. Dann würde die Produktion auf jeden Fall schon mal weiterlaufen. Ne? Strom müssen wir irgendwann auch nochmal eine Ladung holen. Okay. Heißt also, ich kuppel ihn erstmal wieder ab hier. Und ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht genau, konnten wir mit dem Fliegel jetzt Silage transportieren oder nicht? Ich konnte mit dem Fliegel, glaube ich, kein Futter transportieren, kein Mischfutter. Silage müsste eigentlich schon gehen, glaube ich. So. Natürlich ziemlich eng zu wenden hier. So. Da muss man den Platz schon irgendwie ausnutzen, ne? Mal hier schon die Tür verschrecken. Hier ordentlich drunter fahren. So. Ne, Gras nicht, Hexegut nicht, Heu nicht. Silage. Das nehmen wir jetzt. Das gute Schnellfüllrohr ist natürlich ein Traum. 54.000 Liter. Silage einzeln brauchen wir sonst, glaube ich, momentan nicht. So, hier drunter. Und raus mit der Silage. Ja, das ist doch schon mal hervorragend.
Das läuft. So wollen wir das doch haben. So, wir gucken mal kurz bei den Tieren, wie es denn jetzt wirklich aussieht. Da, 35 Holsteiner. Das ist egal, das ist egal. Da ist, ja, ne? Wir haben noch 90.000, das können wir so fast voll kriegen. Wir produzieren jetzt ja auch noch was. Wasser ist auch noch okay, Stroh ist drin. Milch und Co. wird gerade produziert. Wir brauchen eindeutig noch mehr Tiere natürlich. Klar. Ne? Aber wir haben jetzt natürlich erstmal eine Runde in Baumwolle investiert. Ich muss mal gucken, ob ich über diese leichte Schräge hier nicht auch so rum einfacher wenden kann. Weil ich werde jetzt einfach auch die zweite Ladung Silage da rausholen und die dementsprechend auch dort in die Produktion schütten. Dann brauchen wir uns da nicht beim nächsten Mal nicht drum kümmern. Was wir auf jeden Fall uns drum kümmern müssten, ist dann irgendwann nochmal eine Ladung Stroh. Ihr seht selber, ne? Bis auf ein paar Liter geht das raus. So. Ja, wunderbar. Hier können wir selber schön einmal rumdrehen. Ihn sollten wir zur Seite fahren, weil wir können natürlich das Gras immer gleich selber direkt abladen. Deswegen müssen wir jetzt auch eine Runde Platz machen. Da ist eben das gute Zeug jetzt hier rausgeschubst. So. Ja, läuft doch. Läuft doch. Sehr schön. Dann werde ich das jetzt so schön auf den Seitenstreifen abstellen. Eigentlich müsste ich da den Stumpf auch mal die Fläche anpassen. Dann könnte ich das auch einfach drauf stehen lassen. Dann sieht das sogar aus wie ein Parkplatz. Fast gut. So, okay. Jetzt nehmen wir natürlich jetzt den ganzen Grasspaß hier mal eine Runde auf. Solange sich der Helfer oben nicht beschwert, lasse ich ihn jetzt einfach fahren. Die Fläche muss er eh machen. Also da mache ich jetzt keinen, ne? Mache ich jetzt keinen Aufspann, dass ich jetzt zwangsweise mein Vorgewende da zu Ende fahren muss. Solange er sich nicht beschwert, soll er tun. So. Solange nehmen wir nämlich stumpf erstmal das Gras auf. Ich werde mal von der Seite hier ansetzen. Und mal gucken, ob wir vielleicht nicht erst einmal so eine kleine Bahn hier fahren. Nein. Runter und an ist die optimale Kombination. So, dass wir hier einmal diese Puppelstreifenpiste hier mitnehmen. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn wir die hier so wegkriegen. Und das ist ja auch die Menge einigermaßen okay, ne? Ich weiß gar nicht, habt ihr das oben und unten gemacht? Ich weiß es momentan echt nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt aufgenommen. So, dann nehmen wir mal die erste Bahn hier. Und dann sehen wir es ja gleich, wo es ist. Wir werden jetzt erstmal hier schöne Runde Gras mitnehmen. Hier wissen wir ja, dass wir da noch einen Kleckerrest haben. Der auch so klein nicht ist, den holen wir uns dann auch noch ab. So, sehr schön. Da sieht man mal in voller Aktion. Da sieht man die Bahnen, die wir gelegt haben. Da wird auch einiges rumkommen. Ja, aufteilungstechnisch muss ich jetzt natürlich gucken. Wir brauchen einiges in der in der Heuvariante, ne? Also mehr als einiges. Weil Heu war ja leer. Silage hatte ich jetzt ja fast 150.000 Silage drin, ne? Stroh kann ich kaufen wie ein Weltmeister. Ein Heu hatte ich gar nicht. Und wenn hier auch das zwei Ladungen Heu, eine Silage, ein Stroh das Mischverhältnis ist. Aha, hier haben wir auch eine Kabelkante am Ende. So, dann drehen wir hier mal so schön bei. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eher Heu in dieser Ladung. Um nicht zu sagen, fast nur Heu in dieser Ladung. Ein wenig bis gar nicht Silage. So.
Ja, wir machen jetzt auch mal den Huckelstreifen hier eine Runde weg. Ein kleines bisschen anders fahren und da vorne auch gleich noch mal zurücksetzen. Ihr seht selber, hier ist auch eine kleinere Korrektur drin. Ne? Ja, so wild brauche ich nicht einschlagen. So. Das wäre ja falsch, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen eher so rumschlagen. So, das sieht ja schon mal besser aus. Dann fahren wir den Streifen jetzt hier mal zu Ende oder halbwegs. Gucken, wie weit wir kommen, bis wir voll sind. Ja, die Ladung geht jetzt auf jeden Fall erstmal in die Heugeschichte. Wie gesagt, Stroh kaufen wir zu. Silage haben wir 150.000 Liter drin. Das heißt, ich will jetzt mindestens die gleiche Menge, also mindestens drei Ladungen erstmal in die Grastrocknungsanlage schmeißen. Eigentlich müsste ich sogar die doppelte Menge reinschmeißen und dann müsste ich eine gute dicke Ladung Stroh nachholen. Um das hier für die Tiere am Laufen zu haben, dass wir dann echt auf größere Mengen gehen können, sag ich mal so. Ne? So, damit läuft die Grastrocknungsanlage dann wieder. Das hat schon mal was. Ich werde mal hier kurz auf die Karte gucken. Ja, der macht munter. Vielleicht muss ich nachher, ne, da seht ihr unsere Vorgewendestreifen. Hier seht ihr, wo ich das Vorgewende aufgegeben habe. Und lasse ihn jetzt erst einfach machen. Er wird wahrscheinlich hier irgendwo hängen bleiben. Hier wird es wahrscheinlich schwierig sein. Vielleicht will ich noch ein paar Bahnen, vielleicht sollten wir dann mal gucken, wenn er dann eine Bahn durch hat, dass man hier das eben einmal zu Ende fährt und wenigstens einmal um die Insel fährt, weil da kann er echt Probleme kriegen. Ja, wo ich jetzt Gras wegnehme, ist im Prinzip Schnuppe. Die Bahnen müssen eh alle gemacht werden, ne? Deswegen macht das nichts. Nämlich die Vermutung, dass ich jetzt die hier wegmachen werde, eine nach rechts rüber zurückfahren werde und dann vielleicht die angebrochene noch halbwegs mitkriege. Müssen wir echt mal gucken, wie viele Prozente wir hier drin haben dann gleich. Ja, so ist das, ne? Der Spaß soll ja laufen. Vorbereiten auf Tiermengen. So. Ich übergehe jetzt eine. Nehme jetzt die Bahn auf, die ist zwangsweise etwas kürzer wie die andere. Und dann gucken, weil wir hier links, also nicht die nächste, sondern weiter sind wir ja schon gefahren. Und ihr seht, da hinten ist aber noch ein Rest. Mal gucken, ob wir den gleich noch mitnehmen können. Wie es hinkommt. Ja, er kleckert sich so zusammen. Schönes Gespann, kann ich ja sagen. So, sehr schön. Das sieht sogar aus, als wenn wir es sehr gut mitnehmen könnten.
So, jetzt nehme ich das Ganze mache ich mal aus und hoch und werde noch ein kleines Stück da oben mitnehmen. So. Ein Zugang zu diesem Land. Doch, seht ihr doch. Nehmt bloß nichts mit. Bin ja höflich. So, wow. Hat sich also richtig gelohnt, wie ihr gerade gemerkt habt. Aber wie gesagt, jetzt geht es auf jeden Fall nochmal in die Gasdockungsanlage. In der nächsten Ladung auch. Ja, ich bin echt fix unterwegs hier gerade. Ja. Dass wir nicht zu fix sind. So. Ja. Ist ja das hier kurventechnisch eigentlich alles einigermaßen gut geklappt, muss ich sagen. Und er will auch unser Gras so haben. So, ja, aber während ich hier das Gras so schön ablade, ja, geht die Folge so langsam zu Ende. So simpel ist es leider schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.